Bam. So, schön Rohstoffe farmen ist auf jeden Fall immer spaßig. So, endlich mal wieder eine Höhlenerkundungstour. Rohstoffe auffüllen. Vielleicht finde ich ja sogar einige Diamanten. Wäre cool. Hatten bis jetzt ja nur 3. Die habe ich dann sofort in die Spitzhacke umgewandelt. Boah, jetzt habe ich das im Runtergehen abgehauen. Scheiße. Kohle habe ich dann danach auch mal genug. So. So. Ganz Kohle hier abbauen. Ach komm, nehme ich die mal mit. War nur 1. Hier ist irgendwo Lava. Oder da rennt ein Skelett gegen den Kaktus. Das kann auch sein. Das sind ja nicht die hellsten Gesellen. So. Joa. Immer diese Maus, die so verrückt spielt. Ich habe Holz vergessen. Ach, zum Glück ist mir das jetzt nur einigermaßen an der Oberfläche eingefallen. Weiter Settings. Bright. So. Ah, wunderbar. Jetzt sehe ich mal. Jetzt sehe ich auch wieder was. Und ihr auch. Boah, das ist jetzt echt hell. Schnell zum Dschungel. Nachts kann man hier ruhig in die Höhle gehen dann. So, schnell. Hopp, hopp, hopp. Oh, da kommt ein Zombie raus. Genau deswegen habe ich nochmal die Axt mitgenommen hier. Einfach mal hier anklopfen. Im Baum. Getting Wood. Ja, das liegt daran, dass ich Minecraft neu installiert habe, um die Shaders wegzubekommen. So. Kommt. Mach hin. Ja. Bam. So, komm. Schnell. Ach, ich hab noch alles auf Englisch, ne? Ist egal jetzt. So, habe ich erstmal eine Menge Holz jetzt. Und dann zurück ins Loch. Genau für diesen Zweck habe ich die Axt jetzt mitgenommen. Hat sich ja schon wieder gelohnt, dass ich so vorausschauend gedacht habe. Ja, genau. Gibt auch so viel Schaden. Warum schmeiße ich das Schnitzel weg? Keine Ahnung. Komisch. So. Ups, Wasser. Und bam. Ja, was war das denn? Du dämliche Scheißspinne. Ey, was war das denn? Total unverschämt, meine ich. Unerhört, meine ich. So. Jungle Wood. Ab in Sticks verwandeln damit. Das Zeug ab in Sticks verwandeln. So, jetzt habe ich erstmal genug Fackeln. Die sollten für die Höhlenerkundung reichen. Noch einsammeln. Habe ich jetzt gerade alle gefarmte Kohle für die paar Fackeln da aufgebraucht. So, machen wir hier lang. Man kann nicht mal hier lang. Wunderbar. Wieder zurück. Ich stelle das immer genau auf die Rohstoffe, die Fackeln. Keine Ahnung warum. So. Das ist eine ganz andere Steuerung als Brick Force, was ich in den letzten Tagen häufiger gespielt habe. Aber naja, egal. Jetzt hier runter. So. Da ist Eisen, cool. Ah, warum ist hier eigentlich so viel Wasser? Das verstehe ich nicht. Habe ich eigentlich richtig, ja, Sounds alle richtig drinnen. So eingepegelt, meine ich. Oh, schau mal, da steht hier einer. Ein netter Zeitgeselle. Gib die Flosse, Genosse! Oh, er ist tot. So, ich brauche nämlich ganz viel Eisen, weil demnächst kommt einer zu mir. Habe ich schon festgelegt.
Und ja, der hat sich auch schon gefreut. Ich habe den gefragt, ob der mitmachen will. Hat er gesagt, ja, finde ich toll. Derjenige wird wahrscheinlich wissen, wenn er oder wird sich angesprochen fühlen. Hauptsache, das Skelett schießt durch den Stein durch. Oder durch den Block, besser gesagt. Bam! Und auf den Hintern. So. Bam! Buh, bam, bam. Warum werfe ich denen immer Fackeln entgegen? Oder irgendwas anderes? So wie der eine, der mal bei Reinhard in der Hunger Games vier Ränder so zu dritt, ich, Buden und Reinhard auf den drauf, ne? Und dann schmeißt er dem so einen Schnitzel in den Weg. Und dann wurde, töte mich nicht! Ich gebe dir mein Schnitzel. Meine Notration. Das war einfach zu geil. Schmeißt er dem da das Schnitzel ins Gesicht? Der rennt drauf zu, so. Und der schmeißt ihm da einfach nur das Schnitzel entgegen. Der wäre uns noch fast entkommen, weil wir so kaputt. Weil wir uns so kaputt gelacht haben. Manometer, das war echt witzig. So. Wunderbar. Kohle Abbau muss sein. Ja, ich will ja auch nicht irgendwann mal kein Brennmaterial mehr haben. Wäre doof, wenn ich kein Brennmaterial mehr habe. Aber naja. Das sollte mir dann jetzt dank dieser Kohle nicht mehr so schnell ausgehen. So. Kohle. Nee. Ich habe letztens mal Akinator wieder gespielt. Das sind aber schon ganz schön komische Fragen drin. Hat ihre Figur über 500 Minecraft-Folgen? Oder singt ihre Figur den coolen Song? Dann weiß man schon genau, ja, jetzt als nächstes kommt Gronkh. Na gut, bei 500 Minecraft-Folgen könnte auch noch die Vitor oder Spark of Phoenix sein oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. Da gibt ja mehrere. Aber ich meine trotzdem. Aber ich habe irgendwie 120 Fragen gebraucht, bis ich Ray William Johnson gefunden habe. Gronkh hatte ich mit 5 oder sowas, aber Ray William Johnson habe ich ewig für gebraucht. Und da wusste ich definitiv, dass es den gibt, weil der hat mir immer was angezeigt, hier von wegen, wenn ich gesagt habe, nein, du darfst nicht weiter raten, hat er gesagt, Ray William Johnson. Dann habe ich so lange geraten, bis ich den gefunden habe. Mich gibt es übrigens nicht. Da habe ich zumindest nicht gefunden. Da stand da schizophrenes Ich. Lol. Habe ich mir gedacht. Ah. Dieser. Die Nase. So. Mal kurz durchgeschnauft. So. Und jetzt weiter. Ab ins Dunkle. Dunkle Unbekannte. Na, komm, komm. Boah, Alter. Ach, wie Gammel. Das ist ja. Sicherlich schon irgendwie mies hier, ne? Wenigstens geht's hier schnell. Und hier nochmal Luft holen. Halt! Nein! Ich will hier hoch! Puh. Kann ich hier noch das Eisen abbauen? Das ist schön. So. Bam. Und mal schauen, wo es hier lang geht. Ich renne jetzt erstmal wieder durch. Kennt mich ja. So. Weiter. Weiter im Text. Oh, boah, boah, boah. WTF. Da finde ich das Rennen in Minecraft schon ein bisschen komisch. Ob man da nicht so oder blöd, weil man dann nicht so schnell Fersengeld geben kann, wenn man einen Creeper sieht. So. So, ja egal. Jetzt habe ich den Flügel hier erforscht, soweit. Dann kann man sich jetzt ums Rohstoff abbauen kümmern. Hoffentlich ist da jetzt nicht hinter so einem riesen Kohlepflözer
Und sonst hätte ich den aber auch umgebracht. Ma, ich stelle immer auf die Rohstoffe, die Fackeln. Ganz ehrlich, was soll das? Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? So. Ach, das gibt wieder eine Menge Kohle. Schön. Die brauche ich ja noch, weil der Gast, der kommt, ja. Mit dem hatte ich ein besonderes Bauprojekt vor, weil alleine habe ich da jetzt nicht so viel Lust drauf. Oder besser gesagt, keine Ahnung, wie ich es anstellen soll. Oder, doch, hätte ich eigentlich schon. Der hat mir das Bauprojekt noch vorgeschlagen. Oder ich lasse ihn, die Kackkohle da auf. Na egal. Ich lasse ihn an der Unterwasserstadt werkeln, während ich das andere Bauprojekt mache. Das wäre was. Aber darauf habe ich erst recht keinen Bock. Der sagte, ja, das kann ich auch machen. Kann ich dir machen, hat er damals gesagt, als er das vorgeschlagen hat. Derjenige wird wissen, wer gemeint ist und, ja. Ihr werdet raten oder es auch wissen. Naja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Einfach mal so ein bisschen Community-Aktivität hervorrufen. So. Oh nein. Hauptsache, ich habe einen Apfel im Inventar. Meine Fresse. So, auf jeden Fall schon eine Menge Kohle jetzt hier. Da muss ich mir aber vorher noch was verzaubern, damit die Level, ja, nicht umsonst sind. Am besten eine Diamantspitzhacke, wäre geil. Nein! Nein! Na, meine Fresse. So, gib her. So. Boah, das hätte böse enden können. So, ich finde das immer mies, wisst ihr? Man ist so und kommt dann hier nicht so schnell raus und dann springt ein Creeper rein. Das ist richtig mies. Oh, da unten geht's zur Lava. Oh, ich habe Gold gefunden. Ich baue hier auch für die Minecart-Strecke. Kart-Strecke zwischen den Gebäuden, sag ich mal. So Baumhaus und Haupthaus. Ja, mittlerweile mehr mein Haupthaus. Ich wollte ja eigentlich anfangs so eine Art Dschungelstadt bauen, aber das hat sich dann auch erledigt nach einer Weile. Ich habe meinen Wassereimer vergessen, fällt mir gerade ein. Boah, hier schleiche ich jetzt nur noch. So. Da habe ich echt meinen Wassereimer vergessen. Manometer. Eisen einschmelzen könnte ich mir, aber wo kriege ich es?